bist, möchtest du einmal sagen, wie das erste Spiel jetzt war hier? Ja, ich glaube, wir haben ein ordentliches Spiel gesehen gegen einen guten Gegner und ja, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ordentliche gute Möglichkeiten gehabt und ja, sind dann glaube ich auch verdient in Führung gegangen, haben glaube ich nur eine brenzlige Situation überstehen müssen, die Benny super gehalten hat und ja, zweite Halbzeit waren dann weniger Chancen auf beiden Seiten, aber ich glaube, wir haben wenig zugelassen und dann auch verdient gewonnen. Was nehmt ihr jetzt daraus mit für das erste Ligaspiel? Ja, ich glaube, wir können einiges mitnehmen, dass wir auch vor allem sehr gut besetzt sind. Man hat, glaube ich, kaum Abfall gesehen in der zweiten Halbzeit, als wir durchgewechselt haben. Wir haben ein super Team beisammen und jetzt gilt es, diese Leistung, die wir heute gezeigt haben, nächste Woche zu bestätigen und dann zu Hause hier gegen Jeddelo zu gewinnen. Vielen Dank. Willkommen beiden. Schön, dass ihr uns noch ein paar Fragen beantwortet. Wie war denn das Spiel aus eurer Sicht so? Okay. Ja, aus meiner Sicht, also da fange ich mal an. Ich finde, dass wir sehr, sehr diszipliniert verteidigt haben. Das, was wir uns gestern im Training vorgenommen haben, haben wir, glaube ich, relativ gut umgesetzt. Hatten natürlich so weniger Ballbesitz. Ich glaube, wir sind auch eine Mannschaft, die eigentlich Ballbesitz mag. Heute hatten wir ein bisschen weniger, was aber nicht so schlimm war, weil ich glaube, dass wir, wie gesagt, so diszipliniert verteidigt haben, dass wir dadurch auch die besseren und auch mehr Chancen hatten. Und deswegen würde ich unterm Strich auch sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Was nehmt ihr mit für das erste Ligaspiel jetzt, was kommt? Ja, ich glaube, ein paar Attribute hat Amo schon genannt. Die Disziplin und ja, auch den unbedingten Siegeswillen, den man heute schon erkennen konnte, obwohl es ein Testspiel war, den müssen wir natürlich unbedingt auch im ersten Punktspiel an den Tag legen. Und ja, ansonsten müssen wir geschlossen als Mannschaft auftreten. Und ich glaube, dann können wir uns alle auf den Saisonstart freuen. Was glaubt ihr denn, was heute schon richtig gut funktioniert hat? Woran müsst ihr auf jeden Fall noch arbeiten? Also ich glaube, dass das erstmal nächste Woche ein komplett anderes Spiel wird, weil wir, glaube ich, das Spiel bestimmen werden. Deswegen können wir uns von dem Sieg natürlich nicht viel kaufen, außer ein bisschen Selbstvertrauen, was natürlich auch gut ist für so einen Saisonstart. Aber selbst wenn wir viel Ballbesitz haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir trotzdem auch gegen Jeddelo sehr, sehr diszipliniert gegen den Ball arbeiten müssen. Und vielleicht die Chancen, die wir dann heute hatten, bei dem Spiel dann vielleicht auch nutzen. Das können wir so ein bisschen mitnehmen, aber wie gesagt, ich glaube, dass es ein ganz anderes Spiel wird. Ja, ich kann mich dem eigentlich anschließen. Zwei, drei Aktionen hat Amo nicht so gut gelöst, aber das macht er nächste Woche dann besser. Okay, dann freuen wir uns auf nächste Woche und wünschen viel Erfolg. Vielen Dank.